Bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute haben wir euch den Rotrock-Segler von Playmobil mitgebracht. Und so sieht die Packung aus, wenn ihr das Spielzeug nach Hause bekommt. So, ihr seht schon, hier vorne ist das komplett abgebildet. Und auch nochmal hinten. Ich würde sagen, wir öffnen das Paket aber zuallererst mal. So, dafür machen wir hier ein bisschen das Klebeband auf und dann sollte es eigentlich auch schon hinhauen. So. Na, so, jetzt haben wir es offen. So, wir sehen erstmal ziemlich viele Tütchen und Einzelteile. Das werden wir uns später anschauen. Wir werden die natürlich gemeinsam zusammenbauen. So, das ist ein Teil vom Schiff, auch das blaue hier. Das werden wir dann gleich zusammensetzen. Und hier ist das Grundschiff. Sieht ja schon ganz cool aus. Okay. Ah, auch das gehört noch zum Schiff. Und hier sind die restlichen Tütchen mit kleinen Teilen. So, die packe ich erstmal zur Seite. Hier ist die zweite Tüte mit unseren zwei Rotröcken, den Engländern. So, wir haben alles ausgepackt, dann kann es jetzt eigentlich gleich losgehen. Ah, den Karton stelle ich euch hier mal hin, dann können wir immer zusammenschauen, wie das Endprodukt aussehen soll. Okay, jetzt werde ich erstmal die erste Tüte öffnen und alle Teile natürlich rausholen. So, oh, da sehen wir schon eine Kanone. Und das Steuerruder unter anderem. Ich werde aber erstmal die zweite Tüte noch auspacken. Denn hier sind unsere zwei Rotröcke drin. Der Captain und sein Steuermann. Na, komm her. So, das ist der Steuermann und das ist der Captain. Der bekommt nachher auch noch seinen Captain-Hut. So, die Tütchen können wir zur Seite legen. Na, so. Und bevor wir anfangen, öffnen wir noch die letzte Tüte, denn da ist auch die Bedienungsanleitung drin. Oder die Bauanleitung drin. Ja. Ein bisschen knifflig hier die aufzubekommen. So. So, das sollte reichen. Ah, hier haben wir die Klebeflächen. Die kleben wir gleich an das Boot. Hier ist ein Segelmast. Hier sehen wir schon die gelben. Das sind die Segel. Drei Stück. Die werden wir natürlich auch gleich zusammenbauen. Und darunter, genau hier, befindet sich die Anleitung. So, ich hole noch fix den Rest raus. Hier sind wieder einige Tütchen drin. Eins, zwei und drei. Und hier sind noch mehr Segelmäste. Und die Kette für den Anker. So, das packe ich aber auch erstmal kurz zur Seite. Diese schwarzen Teile, die brauchen wir, um später die Segel zu befestigen. Das machen wir dann aber Schritt für Schritt. Ich möchte die erstmal nur auspacken. Na, komm her. So. Tütchen weg. Die lege ich auch erstmal zur Seite. Und dann geht's jetzt los. Wir nehmen uns das Grundboot und nehmen uns hier erstmal das größere blaue Teil. Das kommt nämlich hinten dran, in die dafür vorgesehenen Löcher. Na, und so. Ja, das sitzt. Als nächstes nehmen wir das andere blaue Teil mit der Spitze
und das kommt hier vorne dran in die passenden Löcher. Und die Spitze ragt über das Schiff nach vorne hinaus. So, einmal kräftig drücken, bis es einklackt. Und dann können wir auch schon direkt das Schiff mit unseren Klebestickern verkleiden. Der hier mit dem Wappen, der kommt ganz hinten dran, damit jeder sieht, hier segeln Rotröcke. So, der nächste an die Seite. Der längliche hier kommt nach vorne. Und dann setzen wir das braune Stück hinten auf dieses graue Teil drauf und können jetzt schon die Ankerkette hier vorne befestigen. Dafür einfach ein bisschen reindrücken, klack, und wir haben den Anker. So, auf das hintere Stück, da ist dafür vorgesehen, damit wir hier auch ordentlich das Ruder einhaken können, denn wir wollen das Schiff ja auch lenken. So, das dreht sich. In die Mitte, dafür, da seht ihr das Loch, da stecken wir den ersten großen Segelmast ein. Und damit auch jeder weiß, dass wir hier die Rotröcke sind, klacken wir noch die England-Flagge ganz hinten an das Schiff dran. Hier. Und zack. So, jetzt nehmen wir die braunen Stangen und klacken die einzeln von hinten durch die Löcher. Ihr seht das, die sind vorgestanzt. Und die kleinen schwarzen, die wir vorhin gesehen haben, die benutzen wir jetzt auf der anderen Seite, um das alles zu befestigen. So, unten habe ich das schon gemacht. Hier kommen noch zwei dran. Klack, klack und klack. Wenn ihr den dritten auch noch habt, dann können wir das komplette Segel oben hier einhaken. Einmal zack und unten auch noch. Na. Zack. So, das erste Segel sitzt. Jetzt nehmen wir uns das längliche dreieckige. Da fädeln wir einmal das schwarze Stück durch und klappen es auf der anderen Seite einfach rum und müssen es dann in sich selbst einklacken. So. Das Ganze machen wir an den anderen beiden Seiten natürlich auch noch. Also an allen dreien. Durch, hintenrum klappen und einhaken. So, das wird jetzt an drei Stellen eingehakt. Nämlich ganz vorne an der Spitze, oben am Mast und an der Seite. Dafür sind diese kleinen Haken da. Das sitzt. Sieht ja schon ganz gut aus, aber ein Segel fehlt noch. Nämlich das hier. Die Vorgehensweise ist genau die gleiche. Die braune Stange am Segel befestigen und mit den schwarzen Kleinteilen fixieren. So, jetzt hat unser Schiff alle drei Segel und der Steuermann bekommt seinen Steuerhut. Und der Captain natürlich den Captain-Hut, ist ja ganz klar. So, jetzt bin ich ein Captain. So, die beiden sind erstmal fertig. Ich sehe Land, Captain. Alles. Immer Richtung Küste. Warum wendest du denn? Entschuldigung, Captain. Hab aus Versehen das Ruder berührt. So. Anker schmeißen, wir sind an Land. Oh, wir werden abgeschossen. Da waren Feinde auf dem Land. Das war unser Unboxing-Video von den Rotrock-Kanonenseglern von Playmobil. Wenn ihr noch mehr spannendes Spielzeug und Geschichten sehen möchtet, dann klickt auf das kleine Video unten im Bild. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was eure Lieblingsspielzeuge sind und wir antworten dann so schnell wie möglich. Bis bald, euer Pandido-Kanal.